Was ist mit meinem Intervallfastenrhythmus, wenn ich abends eingeladen werde? Wie gehe ich damit am besten um? Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Sven Spading und ich bin einer der Gründer von I'm Fasting. Ja, es geht um unsere Routine, um unseren Intervallfastenrhythmus, wie wir damit umgehen, wenn wir abends eingeladen werden. Sei es ein Kinobesuch oder ein Restaurantbesuch oder am Wochenende mit der Familie, am Lagerfeuer, wenn wir grillen zum Beispiel. Wie gehen wir damit am besten um? Und das ist natürlich erstmal abhängig von unserer Intervallfastenroutine, die wir täglich praktizieren. Lassen wir das Frühstück aus, also Breakfast, Skipping im Englischen, oder lassen wir das Abendessen aus, das sogenannte Dinner Skipping. Das ist natürlich massiv unterschiedlich, wie wir dann auf einen sozialen Anlass am Abend reagieren können, und das ist auch ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Routinen, weshalb ich persönlich eher zum Frühstück auslassen tendiere, damit wir die sozialen Anlässe so schön einbauen können, wie ich es dir jetzt sage. Denn meine Empfehlung wäre immer, wenn wir das Frühstück auslassen, die sozialen Anlässe am Abend zu genießen, sie einzubauen, mit ihnen zu arbeiten. Ausnahmen müssen Bestandteil unserer Praxis sein. Unsere Werkzeuge, wenn wir unser Gewicht steuern möchten, müssen Ausnahmen zulassen. Wir müssen mit denen umgehen können. Und deswegen ist da immer meine Empfehlung, lebt euer Leben. Die Routine muss euch unterstützen. Und wenn ihr zweimal die Woche, dreimal die Woche abends essen geht und das euer Leben ist, dann muss man hinterfragen, okay, ist es wirklich meine Routine, wenn ich immer um 17 Uhr aufhöre? Ne? Schneidert euch eure Routine so, dass sie euch bestmöglich unterstützt. Aber wenn es mal einmal hier, einmal da, einmal pro Woche, einmal im Monat, zwei, dreimal im Monat, das ist kein Grund, seine Routine komplett zu verschieben. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber wenn wir das Frühstück auslassen und abends eingeladen werden, können wir super diese Ausnahme nutzen. Wenn wir das Abendessen auslassen, dann wird es schon etwas schwieriger. Dann ist das gewissermaßen eine komplette Ausnahme. Und da ist die Entscheidung ein bisschen schwieriger. Das hängt auch wirklich von deiner Zielsetzung ab. Aber ich denke, dass man auch da sagen möchte, es gibt ja einen Grund, warum du das Abendessen auslässt. Du hast dir ja Gedanken gemacht, wie deine Tage aussehen und wie dir eine Routine wirklich dich unterstützen kann. Und wenn mal hier und da ein, zweimal im Monat ein sozialer Anlass am Abend ist, dann kannst du den auch gerne nutzen. Das sollte das Ziel sein. Denn das Ziel unserer Routine ist, dass sie uns unterstützt mit einer großen Portion Alltagstauglichkeit, mit Leichtigkeit im Umgang, ohne Qual oder Verzicht. Und wenn ich jedes Mal auf den sozialen Anlass verzichte und nicht beim Geburtstag mitesse und zelebriere und auch vielleicht dann auf Alkohol verzichte, weil ja mein Essensfenster zu Ende ist, dann ist das nicht wirklich ein langfristiger Lebensstil, und dann würde ich das persönlich auch nicht die nächsten Jahre machen. Aber darum geht es mit der Routine. Wie gesagt, die Zielsetzung spielt natürlich mit rein, und du musst schauen, wie oft du eingeladen wirst, und das muss man gewissermaßen mit seinen Zielen austarieren, denn je öfter ich Ausnahmen mache, desto weniger bin ich in meiner Routine drin. Na, das ist natürlich klar. Es geht hier um den Marathon, nicht um den Sprint. Es geht nicht darum, jetzt zwei Wochen mal durchzuhalten. Es geht darum, sich eine Routine zu schneidern, die dich dein ganzes Leben unterstützt. Falls dich diese Themen interessieren und du an Intervallfasten und einer ganzheitlichen, langfristigen Gewichtssteuerung interessiert bist, dann findest du ganz oben in der Beschreibung einen Link zu einem kostenlosen Erstgespräch mit mir oder einem aus meinem Team. Und ich freue mich, dich kennenzulernen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald.